Glitzernde Kugeln, ein Adventskranz auf dem Tisch und frische Plätzchen im Ofen. Das alles sind Vorboten für das Fest der Liebe. Auch für den Einzelhandel ist die Vorweihnachtszeit von großem Interesse, denn in dieser Zeit sind die Deutschen besonders spendabel. Da muss man sich schon etwas einfallen lassen, um die Kunden beim Weihnachtsshopping in den eigenen Laden zu locken und zu überraschen. In Beeskow findet dazu seit 5 Jahren die Aktion Türchen öffne dich statt. Dass wir den Adventskalender begleiten sozusagen. Jeden Tag gibt es ein Türchen, was in Beeskow geöffnet wird. So mal eine kleine Überraschung, was dahinter steckt. Manchmal verraten es die Händler schon, manchmal steht es auch schon im Flyer, verraten. Das ist eine Aktion der Innenstadtgemeinschaft, der IGIS. Da denkt sich, wie gesagt, jedes Geschäft oder auch Institution in Beeskow was aus. Also von der Burg Beeskow bis hin zur Bibliothek oder hier Musikmuseum war jetzt am Montag. Also immer so Kleinigkeiten und die Händler backen Plätzchen mit den Kunden oder wir haben so einen Kosmetiktag für die Kunden. Also ist immer ganz unterschiedlich. Der Advent zieht so durch die gesamte Beeskower Innenstadt. Die Kunden können hier nicht nur zuschauen, sondern auch mitmachen. Wir machen heute das 14. Adventstürchen in Beeskow und das steht bei uns unter dem Motto Weihnachtsbäckerei. Leckere Sachen, die im Backofen hergestellt werden. Neben Teigkneten und einem Plausch mit der Inhaberin wird natürlich auch das Endprodukt verkostet. Dabei lässt sich erschmecken, wie die Plätzchen in den neuen Herdkollektionen des Küchen- und Leuchtenstudios Meng gelingen. Die Stadt kennenlernen, heißt es für die Kunden. Die Stadt beleben, heißt es für die Händler. Eine neue Art der Vermarktung. Und es gibt noch viele weitere innovative Ideen. Wir haben auch im nächsten Jahr vor, einen Verfügungsfonds einzurichten. Das ist erstmalig eine Förderung von Bund und Land und Stadt, die den Einzelhandel oder den Gewerbetreibenden auch mit fördern kann. Geht es um kleine Sachen wie zum Beispiel die Stadt weiter verschönern mit Spielgeräten, mit Schaufenstergestaltung, mit schönen Werbeanlagen. Also alles, was sich die Einzelhändler wünschen, werden wir versuchen umzusetzen und auch mit zu finanzieren. Mit diesen Vorhaben lässt es sich in Beeskow voller Tatendrang und neuer Pläne ins Jahr 2017 starten.